Resilient ist jeder Mensch. Die einen werden mehr trainiert schon im Leben, weil es an Herausforderungen kommen, die sie jetzt vielleicht nicht gerade so gesucht hätten. Wo sie aus der Komfortzone etwas Neues oder dürfen etwas Neues suchen. Wir alle sind resilient. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu «Mutig durchs Leben», der Podcast für Mutmachergeschichten. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in den Podcast zu Wort. Mein Name ist Warenka Kählin und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen ermutigenden Lebensgeschichten. Liebe Regula, ich freue mich sehr, dass wir hier bei dir sein dürfen. In dieser Podcast-Folge «Mutig durchs Leben». Du bist ja Resilienztrainerin und noch vieles anderes. In dieser Folge geht es um Resilienz. Und ich freue mich sehr, dass wir hier auf St. Gallen kommen durften. Ursprünglich haben wir es draußen machen, jetzt hat das Wetter ein bisschen einen Streich gespielt. Aber jetzt sind wir hier bei dir in der gemütlichen Stube. Und ja, wie gesagt, du bist Resilienztrainerin. Und noch viel anderes. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, danke Warenka, dass du mit deinem Mann und eurer Tochter hier auf St. Gallen gekommen sind. Und wir sind gerade schon im Thema, wenn es regnet, wir haben das Beste gemacht. Wir haben uns jetzt hier gemütlich eingerichtet. Gell? Genau. Ich komme ursprünglich aus der Pflege. Ich bin Pflegefachfrau und bin seit 23 Jahren selbstständig. Mit verschiedenen Themen und bin unter anderem eben Resilienztrainerin und Coach. Und verbinde das jetzt mit Achtsamkeit, wo ich nächstes Jahr dann MBSR-Lehrerin sein werde. Ja, und ich lasse mal auf Fragen, die du jetzt hast dazu. Sehr spannend. Also auf das MBSR gehen wir nachher auch noch kurz darauf ein. Gell? Und ja, Resilienz, das ist ja das Thema. Und was bedeutet Resilienz? Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit, steh auf Menschen, steh auf Rauchen, so, sich durchwursteln. Und letztlich ist es so ein Pufferprozess, also so verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass es so wie ein Schutz ist um uns herum, wo wie uns hilft, nicht immer gerade zu reagieren oder gerade in alte Muster hineingehen oder so verstärkend mit Sachen umzugehen, sondern zu lernen, zu relativieren und aus dem raus wieder in Kraft zu kommen und sich auszurichten. Also gewisse Widerstandsfähigkeit. Ja, genau. Wie weiss ich jetzt, ob ich resilient bin oder es nicht bin oder dass es mir als Resilienz fehlt? Also gell, Resilienz ist nicht nur, ist zwar ein Hype im Moment, überall, ist, alles ist Resilienz, von Kosmetik, Salbe bis irgendwo. Aber da gibt es schon immer. Ja. Seit es Menschen gibt, gibt es resiliente Menschen. Vielleicht kann man sich an eine schulige Tante erinnern, die von irgendwo her einfach durchgewurschtelt hat oder so. Also es ist, resilient ist jeder Mensch. Die einen werden mehr trainiert schon im Leben, weil es an Herausforderungen kommen, die sie jetzt vielleicht nicht gerade so gesucht hätten. Wo sie aus der Komfortzone etwas Neues oder dürfen etwas Neues suchen. Wir alle sind resilient. Und wir alle haben unsere Skills, wie wir mit Widrigkeiten umgehen. Die einen haben es sich vielleicht einfach schon ein bisschen mehr angeeignet als die anderen. Und auf was liegt es, dass die einen sehr resilient sind und die anderen eben nicht? Oder weniger, wenn du sagst, es sind, wir alle sind es ja. Aber die einen wissen ein bisschen mehr, wie sie wieder, sich ein bisschen abgrenzen können oder eben sich gut schauen, sagen wir es so. Es gibt Emmy Werner, sie hat eine Studie gemacht, die erste Langzeitstudie 1955 bis 1995. Das ist so eine Hawaii in Kauai mit ca. 700 Strassenkindern aus widrigsten Umständen. Also wirklich
Gewalt, Strassenkinder, Geld, Hunger. Mhm. Alles, wo man müsste sagen, pour desolate, hey, wie bringt man das hier da her? Und sie hat sich interessiert, was passiert dann, mhm, um die Resilienz zu erforschen. Und sie hat die Kinder dann bis zu 40 immer wieder aufgesucht. Nicht therapeutisch eingegriffen, aber wir wollen wissen, was geschieht jetzt so mit ihrem Team. Und ein Drittel ist so weitergegangen im Leben, wie sie den Lebensentwurf hatten. Mhm. Weißt du, wie da wiederholt, ja, was sie kannten. Mhm. Ein anderer Drittel hat sich so mal ein bisschen da und dann wieder sich rausgerappelt für etwas Besseres und wieder abgerutscht. Und ein Drittel, also ca. 250 Kinder oder Menschen aus den 700 Probanden, die sind außerordentlich gut gediehen. Ja. Und ohne Therapie oder irgendwelche Sachen. Und das hat in den 80er Jahren, dann auch in der Schweiz, ist dann auch in Europa. Also sind einmal Herausforderungen da, heisst das nicht per se das Scheitern im Leben. Und sie hat erforscht, was es ist, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Es gibt innere und äußere Schutzfaktoren. Ja. Mhm. Okay. Das hast du sicher auch schon gehört von, ja, dem, oder? Genau. Und die Schutzfaktoren, die begünstigen, dass es vielleicht schneller aufbaubar ist, die ganze Resilienz. Also, dass das wie einen Anklang findet. Aber wie gesagt, jeder Mensch kann Resilienz in sich erfahren, erfassen und neu ausrichten und aufbauen. Die Schutzfaktoren, wenn du jetzt gerade die Faktoren ansprichst, die hat man bei sich schon bei Geburt oder im Kindesalter wird das entwickelt? Oder kann man das auch nachher noch aufbauen? Genau, es sind einerseits genetische Sachen, ja, und andererseits soziokulturelle. Also es ist so, Kinder, die offen sind, die sonniges Gemüt haben, die nicht so schüch sind, die haben per se einfach schon mal, die Türen gehen mehr auf. Also die Amy Werner hat immer gesagt, so die goldigen Kinder, sie kommt aus Amerika, oder ist gekommen, genau, sie ist hoch im Alter gestorben. Und die anderen Faktoren sind zum Beispiel, hat das Kind jemanden gehabt, der es geglaubt hat? Eine Zeugin. Da hätte aber vielleicht jetzt in diesen Fällen nicht die Eltern können sein, aber das war vielleicht eine Lehrerin, ein Priester vom Dorf, Kioskfrau. Wo, Menge Bezugspersonen. Ja, die gesagt haben, du schaffst das schon irgendwie, du kommst da schon durch. Mhm. Sie haben auch zum Beispiel Freundschaften gehabt mit Kindern, die aus stabilen Verhältnissen gekommen sind. Mhm. Und dort sind sie wie so ein bisschen Samen geholt. Weißt du, wie denn das Leben vielleicht nachher könnte sein? Und haben das oft dann wirklich auch wie verwirklicht. Ja. Sie hatten das Problembewusstsein gehabt, sie hatten Selbstwirksamkeit gehabt. Das heisst, sie sind zum Metzger arbeiten, zum Stutz haben irgendwie. Mhm. Und wenn der krank ist oder gesagt, brauche ich gerade nicht, sind sie zum Bäck. Aha. So, einfach also die Wendigkeit. Dass sie flexibel sich an die Umstände können anpassen. Ganz genau, ganz genau. Das sind so die, ist so der Boden für die Resilienz. Und jetzt, wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen? Das ist ja auch nicht so ein Thema, das man einfach so findet. Ja, gell? Wieder so. Ich aus meinem eigenen Leben bin gefordert gewesen, sehr früh, aus verschiedenen Gründen, meine Wirksamkeit aufzubauen, immer weiter auszubauen, um zu der Frau zu werden, die ich heute bin. Mhm. Ich kenne das selber aus meinem eigenen Leben. Und das hat mich immer schon fasziniert, auch was gibt es denn nebst den ganzen Katastrophen, gibt es denn noch für Chancen, zum an einen Ort zu kommen, wo man glücklich sein kann und wo man ein gutes Leben aufbauen kann. Ja. So, ja. Also die Positivität eigentlich reinbringen in das Ganze. Ja, Positivität und Akzeptanz. Es ist die Verbindung. Mhm. Es ist nicht einfach à la Murphy positiv denken, sondern es ist mit der Wirklichkeit sein und dem Positiven. Das, was du sagst, absolut. Jetzt, wenn du gerade schon, das habe ich für später vorgesehen, aber wenn du schon das Wort Akzeptanz reinbringst, bleiben wir gerade bei dem. Der Podcast ist ja für Leute, also Mutig durchs Leben ist für Leute und Menschen, die eben etwas erlebt haben, einen Unfall hatten oder eine Krankheit. Und auch Angehörige und ihr Umfeld. Und eigentlich geht es darum, dass eben sie zu stärken in dem, was sie ihr Leben können leben, so wie sie sich das gleich vorstellen. Aber es ist gar nicht immer so einfach. Also ich habe ja das selber erlebt, auch als Therapeutin in Reha-Kliniken. Und dort ist
das Wort Akzeptanz nach einer Diagnosestellung häufig dann gefallen. Und, aber eben so einfach ist es nicht. Vor allem, das ist ein Prozess. Oder? Mhm. Wie kann man das machen, dass da Akzeptanz mehr ins Leben hineinkommt? Ja. Allgemein, es gibt ja verschiedene herausfordernde Situationen. Ja. Ja, das Wort Akzeptanz und der Prozess ist erwünscht natürlich. Und es ist aber so, dass bis die Akzeptanz kommt, wie Krisenphasen gibt. Mhm. Also die Akzeptanz ist der schwierigste Schritt in der Resilienz. Und von dort geht es dann los. Ja. Also oft ist bis zu der Akzeptanz sind die Krisenphasen, nämlich auch Kübler-Ross-Phasen, Krisenphasen oder Sterbephasen, Verweigerung, nicht wollen, verhandeln, Aggressionen, alles, Frustrationen. Das gehört einfach dazu. Also Resilienz und Akzeptanz bedeutet nicht, man muss halt nur da im Kopf einen Schalter drehen und dann ist das gut. Und das ist ganz ein tiefer Alchemieprozess. Ja. Und das sollte man den Menschen, die betroffen sind, und ihren Angehörigen, die ja damit auch betroffen sind, man sollte die Zeit lassen, dass das darf geschehen. Ja. Also das ist ein Zeitprozess, also man braucht Zeit, um das zu können. Man kann das nicht von einem Tag auf den anderen. Nein, das geht nicht. Mhm. Das ist wie eine, eben wirklich, die grösste Hypothek kann zur grössten Goldgrube werden, wenn sie akzeptiert wird. Und das ist nicht etwas, das einfach von heute auf morgen ist, sondern der ganze Mensch ist betroffen. Und damit auch alle Chancen vom ganzen Menschen, die da drin enthalten sind. Mhm. Ja. Ja, das ist spannend. Ich glaube, das ist noch wichtig, um das zu sehen. Und du hast ja auch den Begriff Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Verbundenheit auf deiner Homepage. Und das sind Faktoren, die du auch im Resilienztraining förderst. Was genau hat es mit dem auf sich? Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Teil, oder? Das ist eine spannende Frage. Gut gelesen. Ein bisschen vorbereitet. Ja, das sehe ich schon. Also, ich glaube, ich fange gerade mit der Verbundenheit an, weil das auch mit der Achtsamkeit, oder? Also so mit sich verbunden sein mit dem, was wirklich ist, so mit dem Wärme wirklich ist, der Echtheit. Das ist etwas, wo wir auch immer wieder eine Hinwendung braucht, oder? So Zeit mit sich selber. Zeit mit dem, was jetzt gerade ist, auch wenn es unangenehm ist. Weil da drin sind die Wachstumschancen. Und manchmal ist es zu viel. Manchmal ist es zu schwierig oder zu schwer. Ja. Und auch das darf sein. Ja. Das hat wieder mit Akzeptanz zu tun. Ich bin bei mir und versuche mit dem zu sein, was ist. Und dann gelingt es. Akzeptiere es natürlich gern, gelingt es nicht, gilt es auch zu akzeptieren. Ist es schwierig, gilt es auch zu akzeptieren. Also es ist ja so, mir kommt manchmal so ein Bild von, wie liest man? Ich liest man zwar nicht, aber die Vorstellung, oder? Es verwebt sich wie so Goldfäden ineinander, wo manchmal dunkle Mosaiksteine drin sind, von der Akzeptanz, plötzlich gelähmt zu sein oder eine schwere Krankheit zu haben oder ich arbeite an einem Hospiz als Pflegefachfrau, den Tod zu akzeptieren. Ja. Und da drin immer wieder auch in die Chance gehen, wo der Moment oder das Leben da drin auch an Juwelen bereithält. Also es ist nicht eine Spaltung, oder, von nur akzeptieren, dann geht das schon. Und eigentlich unter den Teppich kehren, genau. So quasi. Ja, weil der Prozess in die Akzeptanz hineinzuwachsen, mit der eigenen Verbundenheit, das ist eigentlich so das Goldigwerden. Ja. Die Goldgrube, sich so erschliessen, so dort hineinwachsen. Mhm. Ja. Ja. Und du sagst jetzt, du hast die Studien erwähnt, vorhin mit den Kindern. Jetzt braucht es denn unbedingt Turbulenzen und vielleicht auch wirklich so Stressfaktoren im Leben, damit man wachsen und sich weiterentwickeln kann? Oder gelingt das auch sonst? Das Leben ist nicht. Ja, das ist eine ganz schöne Frage. Ja, ja, also es ist nicht so, dass nur die, die... Also das Leben bietet ja immer wieder ein bisschen Wellen. Ja. Oder? Also Milch geht über den Topf raus, Kind schläft nicht gut. Also so
so Wellen gehören meines Erachtens zum Leben und sind so Zugaben zum Wachsen und Reifen. Mhm. Und die grossen Schicksalssachen oder die grossen Wellen, wir wissen ja nicht, was das Leben uns bringt. Und Resilienz heisst auch wie, und Achtsamkeit in der Verbindung, oder? Heisst ja auch so das Leben im Hier und Jetzt zu nehmen und im Hier und Jetzt auszuschöpfen. Und den Fokus auch auf das zu richten, was uns wohltut. Mhm. Auf ein schönes Gespräch wie jetzt, ja, mit dir, oder feine Tasse Tee, oder einfach so die Verbindung. Und wenn das Leben nicht so turbulent ist, dann ist das ein wunderbares Training, mhm, wo die Hinwendung zur Dankbarkeit, zur Wertschätzung, sich selber gegenüber, am Du, der Welt, mhm, was auch immer. Und das kann man wirklich kultivieren. Es ist eine Kulturfrage, wie man mit dem Leben und sich möchte unterwegs sein. Und das sind wir bei der Bewusstheit, eigentlich, ja, genau, bei der Achtsamkeit, mhm, die du vorher angesprochen hast. Du bist ja eben auch bald MBSR-Trainerin, genau. Ja. Und jetzt muss ich gerade schnell, du musst mir helfen, wenn ich es falsch sage, Mindful-Based Stress Released heisst das. Reduction. Reduction, ja, gut. Alles gut. Achtsame Stress, Reduktion. Ja. Mhm. Und nach John Kabat-Zinn ist das. Ja, genau. Und du schaffst nach der Achtsamkeitspraxis jetzt schon. Mhm. Und was bedeutet die Praxis? Was heisst das? Was ist, mhm, dort verpackt? Mhm. Mhm. Das ist ein grosses Feld, glaube ich. Ja, aber ganz, ich finde es eine, mhm, wichtige Frage. Ja. Weil das ist, dass es nicht eine Worthülse ist, oder? Wo auch jetzt ein Hype ist. Ja. Achtsamkeit. Mhm. Man hört es überall. Man hört es überall, wie Resilienz auch. Mhm. Achtsamkeit bedeutet wirklich im Hier und Jetzt sein, im gegenwärtigen Moment, mit dem, was jetzt ist. Mhm. Also, wie den Boden legen zur Akzeptanz und lernen, wie sie mit angenehmen, wir reden von angenehmen, unangenehmen und neutralen Zuständen, auch aus der Bewertung raus. Ja. Aus der Bewertung sich selber gegenüber, Situationen, was wissen wir denn schon, warum da vielleicht jetzt ist. Und damit auch der Ausstieg aus Konditionierungen, die uns ins Gestern zurückführt oder ins Morgen begleitet. Und das sind alles Zustände, gestern ist vorbei und das Morgen ist noch nicht. Der einzige Moment, wo wir wirklich gestalten und das Leben fühlen mit uns, ist jetzt. Ja. Also so. Das ist aber gerade, das ist kein schwierig. Also ich versuche das ja manchmal auch schon bei mir. Und mhm, ich habe das bei einer anderen Interviewpartnerin schon einmal besprochen, mhm, eben das Hier und Jetzt, wie wichtig das, mhm, eigentlich wäre. Aber in unserem Alltag ist man ja viel abgelenkt durch, mhm, alles Mögliche. Mhm. Was hast du das Gefühl, wie klingt es einem besser, dass man im Hier und Jetzt kann sein? Oder gibt es so kleine Tricks, wo du sagst, oder vielleicht eigene Erfahrung, ja, wie es du am besten mit dir klingt. Ich finde da sehr, ich teile da ganz mit dir, das ist, glaube ich, etwas vom aller Schwierigsten, mhm, im Hier und Jetzt zu sein. Und was mir hilft, ist eine regelmäßige Praxis, also wirklich jeden Tag versuchen, einmal in Ruhe anzusitzen, meditieren oder einfach die Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel die Achtsamkeit bringt. Wer aber zum Beispiel gerne Vögel beobachten im Wald, gell? Ja. Am Morgen früh und ganz sein mit diesen Vogelstimmen und dem Waldboden und dem Geruch, das ist Achtsamkeit. Mhm. Und letztlich, gell, wäre es natürlich schön, es ist nicht, man ist jetzt achtsam und dann geht man wieder ins Gewusel rein, sondern dass das mit der Zeit anfängt, im Alltag auch zu wirken. Also, mhm, mir hilft zum Beispiel so ein Gong, den ich im Handy habe. Mhm. Und der gongelt alle Stunde oder so eingestellt, dass ich nicht genau weiss, wenn er gongelt. Und dann gilt es, einen Moment innehalten. Ah, das ist eine gute Idee. Ja. Also so wie «have a break», immer wieder, oder? Mhm. Wo es so darum geht, für, ich sage dem immer so «heimkommen», mhm, so zu mir. Und mit der Zeit habe ich schon das Gefühl, gibt es so ein Gefühl von Kompaktheit in sich oder das Gefühl von Eintauchen in Hier und Jetzt, zu merken, wenn ich weggehe. Mhm. Und nur schon das Merken, dass man nicht gegenwärtig ist, ist Achtsamkeit. Da ist mir gerade im Moment, wo man checkt, ah, jetzt ist voilà,
Ganz genau. Jetzt bin ich gerade irgendwo, genau. Aber einfach nicht da. Und dann kann man wieder zurückkommen. Genau, und das passiert. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist einfach Menschsein, das passiert. Mhm. Es ist auch die Frage von der Absicht. Mhm. Wie möchte ich mein Leben leben? Und mit dieser Achtsamkeit ist es halt schon so, dass damit auch wie das Gefühl kann kultiviert werden, nicht das Leben verpassen. Oder? Ja. Weil wenn du Momente hast, wo du ewig irgendwo aus dem Ruder raushaust oder irgendwo bist, da kennen wir alle mit den Autopiloten, dann reagiert man halt so, wie man es immer kennt hat. Mhm. So der Hamster im Hamsterrad. Im Hamsterrad, genau. So das Bild, das man hat. Und ist denn jetzt, du sagst, Akzeptanz war das Thema und jetzt ist es Achtsamkeit. Ist denn Achtsamkeit eine Frage und Bewusstheit, ist das die Resilienz, hat das viel miteinander zu tun, du schaffst nach dem. Ist es eine Frage von Bewusstsein und Achtsamsein, wenn man resilient sein will? Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist eine wichtige Frage, die du stellst. Und ich sehe es so, dass die Achtsamkeit so vom Bild her wie das Meer ist. So. Und das Boot, das Segelboot oder so oben drauf, ist die Resilienz. Mhm. Sprich, wenn ich nicht bei mir bin und ich weiss Skills, was ich machen kann, zu der Resilienz, da gibt es viele Skills. Ja. Und ich hamstere die auch noch durch, weil ich jetzt Resilienz trainieren will. Dann ist das unter Umständen auch einfach nochmal so wie verstärkend von etwas, wo ich eigentlich außerhalb von mir bin. Also es kann auch wie eine Hyperaktivität hineinführen, oder? Also jetzt schauen wir noch die Rollen an und jetzt möchte ich noch selbstwirksam sein, muss ich heute noch ins Yoga, weil da habe ich noch nicht gehabt. Das ist, wie ich meine. Genau, das wollte ich sagen. Hallo? Man macht Yoga, weil man sich entspannen und sich etwas Gutes tun, aber man muss jetzt am 7. in dieser Stunde sein, damit man dann da ist. Genau. Oder? Und das ist ja dann eher ein Stress als etwas anderes. Ja. Aber gut, es tut einem ja dann nachher schon gut, wenn man abschalten kann. Aber absolut. Es kann sein. Ja, und Achtsamkeit ist eigentlich wie so zu merken, wie geht es mir gerade im Moment. Mhm. Und da kann es sein, dass Yoga absolut passt, zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass man das Gefühl hat, ich fühle mich durchlässig. Mhm. Und es ist mir eigentlich zu viel, jetzt noch all die Leute zu sehen und die Übungen, weil ich im Kopf so stark besetzt bin, dass ich wahrscheinlich nicht präsent bei diesen Übungen sein könnte. Vielleicht dann gescheiter absägen. Also das ist das, was ich meine. Akzeptiere mit dem in der Achtsamkeit, was jetzt ist, und dann auf die Resilienz ausrichten. Und meines Erachtens nicht umgekehrt. Ja. Du hast ja auch Natur, du hast das Interview draußen in der Natur führen. Genau. Und du hast ja auch geschrieben auf der Homepage, dass es darum geht, die Kraft der Natur zu entdecken in dem Resilienztraining. Mhm. Was hat die Natur und Resilienz gemeinsam. Also die Natur ist einfach ein totaler Spiegel, was alles geschieht, wo kann staunen, nur schon die Jahreszeiten, oder? Der Winter und dann kommt wieder der Frühling. Und es ist aber auch nochmal wie ein Element in der Natur, sich selber zu begegnen. Mhm. Also irgendwie so nicht abgelenkt sein von irgendetwas anderem, sondern ich und die Natur oder du und die Natur. Und da gibt eine Begegnung. So, und es hat also viele Leute, auch ich, die Ruhe, das hat etwas Regulierendes, das hat etwas Regenerierendes. Man weiss da übrigens jetzt auch vom Waldbaden, das ist ja so ein Hype. Das ist ja so ein Hype. Das ist von Japan und das ist jetzt aber bestätigt. Da hat man herausgefunden, dass die Stresshormone runtergehen, wenn, eine halbe Stunde im Wald bist, ist schon etwa 70-80% von der Stressoren drin und Cortisol und all die Stresshormone. Wenn du das spürst, merkst du das. Dann kommst du kommst auch an das, ohne dass du weißt, wie viel Prozent das Stresshormone reduziert sind. Ja, und Bewegung. Bewegung, absolut. Genau. Absolut. Was für Faktoren? Du hast jetzt immer wieder von diesen Faktoren geredet, die du trainierst. In diesem Resilienztraining, was sind das genau für Faktoren? Oder sind das genau die wir jetzt besprochen haben? Noch mehr. Also es ist wie ein Circle. Mhm. Es ist wie eine. Ich sehe das Bild auch noch gerne von einer Spirale. So.
Und der erste Teil, also einsteigen kann man eh überall und führt letztlich zur Akzeptanz. So, das ist das, was wir ganz am Anfang geredet haben. Ja. Was sehr hilfreiche Aspekte sind, eigentlich 8 Faktoren. Ich habe meine Ausbildung in Berlin gemacht. Und wie immer wieder auf Berlin, die Resilienztrainerin, Coach zu lernen. Und da ist aber sicher auch die positive Grundstimmung. Mhm. Also das ist so, wie bin ich mit mir, mit einer positiven Sprache mit mir und der Welt unterwegs. Und da kommt Glücksforschung auch rein. Also das ist zum Beispiel die ganz etwas Schönes, finde ich, wo ich jetzt viel weitergebe oder selber jeden Tag versuche zu kultivieren. Das nimmst du mal wie 5-6 Kichererbsen, tust sie in den Sack. So. Mhm. Und jedes Mal, wenn etwas Schönes im Alltag passiert, da kann ein Vogel sein, da kann, was auch immer, die Kichererbsen in einen anderen Sack nehmen. Und am Abend nimmst du dich nochmal raus und freust dich nochmal dran. So. Da kommt das noch einmal in Sinn. Voilà. Und auch das Gefühl, oder? Und damit, das kommt aus der Glücksforschung. Damit kannst du wie auch dir innerlich immer mehr einen sicheren Ort das Gefühl geben von Geborgenheit in dir, weil du selbstwirksam fähig bist, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was dich beglückt und nährt. Mhm. Das ist nämlich dann eben der dritte Punkt, ist die Selbstwirksamkeit. Wie ich bin überzeugt, dass ich Einfluss nehmen kann. Und wenn es nur noch so viel ist. Und es gilt, dort entscheidet sich, gehe ich ins Opfer von den Umständen und klage alles andere an, alle anderen. Und wie gesagt, in einer Krisenphase kann das durchwegs mal Sinn machen. Das ist ein Teil von dem Prozess. Absolut. Mhm. Und irgendwann kommt die Entscheidung. Kann ich es irgendwann lernen, in einem kleinen Häuschen annehmen und schauen, was kann ich aus dem für mich nutzen? Ja. Und das ist der Teil von der Selbstverantwortung, zu übernehmen. Wichtig ist darin auch, sich zu vernetzen, wie zu erzählen, es geht mir nicht so gut. Hast du ein offenes Ohr für mich? Bist du im Moment da für mich? Lösungen suchen, Ziel formulieren und so der 8. Punkt ist dann so die Improvisation. Also so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Mhm. Und das ist auch etwas, was in der Natur sehr spannend ist zu erleben. Barfuß irgendwo hin, einmal eine Nacht lang allein im Wald draussen sein. Das sind so Momente, wo all die, du kannst eigentlich überall dort einsteigen, bei all diesen 8 Faktoren. Und alle haben eigentlich das Ziel, den Buffer in dir zu vergrössern, den ich am Anfang gesagt habe. Also das Glauben an sich selber, dass ich kann mir selber vertrauen. So schön. So schön gesagt, ganz genau. Mhm. Und den sicheren Ort in sich zu erschaffen. Mhm. Ah. Du sagst jetzt Komfortzone erweitern. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Mhm. Wie kann man herausfinden, es geht ja dort auch um Ressourcen, die man hat. Wie kann ich herausfinden, was ist meine Komfortzone? Also was für Fragen muss ich mir stellen, dass ich an diesen Punkt komme? Es sind so Fragen wie die nur zu beobachten im Alltag, oder? Also Sachen, die immer gleich laufen. Mhm. So, also immer das gleiche Müsli. Routine. Routine. Zum Beispiel Ausstieg aus der Routine. In einem Restaurant einmal alle. Einfach mal, das nehme ich jetzt einfach. Einfach sich so ein bisschen spielerisch, improvisierend wagen, auf Neues einzulassen, auch wenn du nicht weißt, was es denn mit dir macht. Ja. Kann dann natürlich der Essen sein, wo du denkst, das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, oder? Mal etwas anderes probieren, als in die gleiche Klasse. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Es ist auch, wenn in dir rein, wir kennen das ja alle, die Antreiber in uns rein, die Glaubenssätze, die in uns rein stark und aktiv sind. Mhm. Und die begleiten uns eigentlich immer wieder ein gleiches Land, wo immer wieder die gleichen Erfahrungen stattfinden. Man hat immer die gleichen Menschen um sich, so ein bisschen Bubble. Ja, so eine Blase. Eine Blase, genau. Ja. Und in dieser Blase rein, mal schauen, wage ich es einmal, mich auf eine andere Wirklichkeit einzulassen. Mhm. Auf Grenzerfahrungen, mit Menschen reden, die ich sonst nicht würde. Ja. In eine politische Sendung hören, die nicht meine politisch richtig wäre. Einfach, um wie merken,
ja, es gibt ganz viele Universen auf dieser Welt. Menschen und Kosmos, die sich da irgendwo tummeln. Mhm. Und alle bieten etwas Interessantes. Ja, man kommt ein bisschen aus der Gewohnheitszone raus, mhm, und erweitert sich eigentlich, mhm, selber die Welt. Und das ist Resilienz. Mhm. Es ist eigentlich lebendig bleiben. Mhm. So, oder? Lebendig und scheitern auch, es willkommen zu heissen, Fehler zu machen. Ja, so. Ja, sich das zu erlauben. Ja. Mhm. Aha, genau. Eben Babbel und Paddel zum Beispiel. Ja, genau. Genau das so. Gehört auch dazu. Genau. Und wenn jetzt du. Kann es sein, dass ich resilient bin oder widerstandsfähig im beruflichen Bereich, aber dafür im privaten hapert es? Oder umgekehrt, ich kann sagen, ich bin stabil in Beziehung, Familie, da geht es mir gut, ich weiss, wo ich hin kann, wenn ich ein Problem habe und wie ich etwas meistere. Aber beruflich komme ich immer an den gleichen Punkt. Kann es sein, dass man kann sagen, in diesem Lebensbereich bin ich gut unterwegs und resilient, sage ich jetzt mal, und im anderen überhaupt nicht? Oder ist das ein gesamthaftes, muss man das Gesamtbild sehen? Hm, ich glaube, du kennst die Antwort schon, gell? Also ist okay. Das ist eigentlich schon okay, genau. Also, du hast das wirklich schon okay. Es ist, was ich zu dem auch noch ganz wichtig finde, ist das Bewerten. Also, ja. Da klingt es mir da nicht. Ich glaube, wir sind alle irgendwo auf unserer Lebensreise und haben unsere Herausforderungen. Ich glaube, das ist das, was uns Menschen schlicht einfach verbindet. Mhm. Und wo wir einander auch können, wie miteinander unterwegs sein, in einer Ehrlichkeit. Mhm. Also, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Und es kann ja sein, dass man Herausforderungen im einen Bereich mehr hat, weil man dort mehr innere Verletzungen hat oder äußere, schwierigere Umstände. Und am anderen auch gelingt es vielleicht. Und dann wächst sich da wieder aus und kommt wieder dort etwas rein. Also, Resilienz ist nicht etwas Konstantes. Es ist auch nicht etwas. Resiliente Menschen haben nicht keine Krise. Ich glaube, war. Das ist wichtig zum Verstehen. Absolut. Mhm. Sondern resiliente Menschen, die ich kenne und selber versuche, das zu leben, ist, eine Krise Neugier zu entwickeln. Also, jede Krise ist anstrengend. Ist nicht lustig, so, oder? Also würde es eigentlich niemand, klar. Mhm. Aber man kann krisenkompetent werden, indem man sagt, okay, kommt eine Welle. Und aus den vielen Wellen vorher weiss, dass man immer Perlen, Juwelen, Rubin, Saphir, alles mitgenommen hat. Ja. Und eine riesige Juwelenbox hat, so, aufgrund von Wellengängen. Und wie sich nachher das Leben auch wieder anfühlt. Vielleicht noch tiefer, noch erweiterter, noch freudvoller, noch lustvoller, wow, immer. Mhm. Und dann wird es sagen, okay, auch hier, auch diese Welle bringt etwas mit sich. Es ist, glaube ich, der Fokus auf die Krise. Ja. Das ist auch ein schönes Bild von dem Perlenschatz, den du jetzt hier gesagt hast, und von diesen Wellengängen. Wenn man jetzt das so ein bisschen zusammenfasst, du sagst, oder im Alltag das zu integrieren, wie kann ich das im Alltag trainieren, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich würde gerne ein bisschen mehr für mich machen, es ist ja auch etwas, was man für sich macht, in dem Sinn, wie kann ich das am besten angehen? Ganz simpel, du hast jetzt gesagt, Komfortzonen erweitern, mit so kleinen Übungen. Mhm. Vielleicht einmal, wie zuerst, so ein eine Standortbestimmung, oder? So für sich einmal zu schauen, wo fühle ich mich im Flow mit meinem Leben? Wo bin ich im Kontakt mit meinem Leben? Wo bin ich im Kontakt mit diesen Menschen oder mit den Menschen? So. Mhm. Und wo fühle ich mich immer wieder in der gleichen Schlaufe? Wo mich letztlich ausbrennt, unglücklich macht, wo ich immer wieder ähnliche Muster fabriziere, wo mich eigentlich von der Fülle vom Leben und von mir wie abhaltet. Ja. Und wenn man da ein bisschen anlässt, indem man sich einmal Zeit nimmt für sich selber, findet man da ja schnell aus, oder meistens weiss man es ja schon. Oder so. Und dann ist es ja noch spannend zu schauen, an was liegt es echt? Ist es echt das Thema, dass ich, wenn wir jetzt so die 8 Faktoren nehmen, dass ich von etwas noch nicht Abschied genommen habe, wo eigentlich vorbei ist?
Oder sind wir noch wie weiter zelebrieren? Noch nicht vergeben haben? Noch Mühe haben, dass das hier mal so gelaufen ist? Dann kann das zum Beispiel wirklich helfen, um wie, schauen, wie kommt man da in einen Loslassprozess hinein. Und das können Rituale in der Natur sein, oder? Das kann, man schreibt nochmal einen Brief, man verbrennt den Brief, oder man rührt einen Stein bewusst ins Wasser rein. Da sind ja die Menschen sehr kreativ. Mhm. Und spüren das ja auch oft, wo es durchgeht. Oder wenn es darum geht, man merkt, man ist eigentlich immer sehr negativ. Mit sich selber vor allem. Die meisten Menschen sind eigentlich mit sich sehr streng. Sehr selbstkritisch. Extrem. Mhm. Grosszügig mit allen anderen. Mhm. Und mit sich, das ist mir nicht gelungen, da habe ich einen Fehler gemacht. Und so wirklich das Positive mit sich zu kultivieren. Ja. Und das kann eben sein mit diesen Kichererbsen kann das sein. Oder auch mit einer bewussten Affirmation. Also ich muss nicht, also wenn es heisst, bin perfekt, du musst das super machen. Ich sage, gut ist genug. Ja, so. Mhm. Und bewusst mal einen Zopf richtig verhudeln, nicht schön zöpfeln. Mal Spaghetti anhocken lassen. Einfach Fehler sich erlauben. Der Perfektionismus selber ein bisschen loslassen. Ein bisschen boykottieren. Ja. Ein bisschen liebevoll ein bisschen boykottieren. Bewusst. Ja, ja, genau. Dem nicht so viel Raum geben. Und so gibt es so bei jedem Faktor einfach Möglichkeiten, um wie alles über Holz, das eigentlich hemmt, wo bremst, wo nicht mehr in das hineinpasst, wo man eigentlich möchte leben möchte. In einer Fülle oder in einer Zufriedenheit oder wie auch immer der Mensch das für sich definiert. Da gibt es Möglichkeiten, das zu verändern. Mhm. Ja. Das ist spannend. Und jetzt geht es ja auch darum, eine neue Perspektive zu entwickeln. Gerade wenn man an so einem Krisenpunkt ist, ja, wo man das Gefühl hat, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt weiss ich wirklich nicht mehr, wie, dass man dann auch Kraft findet, neue Möglichkeiten zu entdecken und Perspektiven zu entwickeln. Dann ist zuerst mal das, was du sagst mit Akzeptanz, dass zuerst das mal als Arbeitsskill zu bewältigen oder den Prozess durchzumachen. Ja, das ist schön, dass du das sagst. Das ist ja bereits Resilienz erarbeiten. Mhm. Aber letztlich, wenn jemand, der in der Krise ist, sagt, da kommt alles wieder gut, denkt, das ist ein Hohn. Mhm. Ja, dann ist das nicht das Thema. Dann ist es Thema, anerkennen, was ist. Mhm. Jetzt ist es gerade wirklich dunkel in deinem Leben. Und jetzt ist es wirklich, wirklich schwierig. Und gibt es etwas? Oder zwei Sachen, die heute dir, und wenn es nur 3 Sekunden gut tun, haben. Also wie so ein Taschenlämpchen sein. Oder? Also so das Lichtchen. Das Lichtchen, so einfach ein dran sein und erlauben, dass die Krise und die Not sein darf. Mhm. Weil Resilienz sollte ja nicht wieder ein Leistungsanspruch sein. Mhm. Hey, jetzt bist du resilient und bist widerstandsfähig. Ja. Es braucht wirklich seine Zeit. Es darf schwierig sein. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Mhm. Und aber auch parallel, du bist schon anders durch. Also was ich manchmal mache, in Seminar oder in Einzelcoaching, ist mit Papier, so ein A3, das kann man auch daheim selber machen. Und mit der Hand, wo man nicht schreibt sonst. Also wenn man Linkshänder ist, nicht mehr rechts, umgekehrt. Macht man wie so seine intuitiv, aus dem Bauch heraus, so seine Lebenslinie. Mhm. Indem man so zeichnet, so, ja, da ist die Geburt, die war schwierig, super, und dann ist da etwas Schwieriges gewesen. So wie durchgehen. Und dann gibt es so wie eine bewegte Welle, mit auch so Peaks gegeben. Ja, jedes Leben hat auch Peaks. Unterschiedlich tief, aber jedes hat ein bisschen Wellen drin. Und es gibt keins, wo, also ich kenne kein Leben, mein sowieso nicht, also wo nur ganz so ist. Ja, das wäre so lange. Ist einfach, wie es ist. Ja. Und es ist wie die Frage, denn von der Resilienz stellt man sich die Frage, wer heute nicht erstaunt, zu sehen, dass du über die Krise mal hinweggekommen bist. Und das führt so zum Zeugen. Mhm. Und der Zeuge, der kann aber auch eine Figur sein aus einem Buch, der kann ein Film sein. Und was hat dir da geholfen, zum rauszukommen? Was war es denn letztlich gewesen? Und was hast du aus dieser Krise gelernt? Also die Schatztruhe, wie aufzeigen. Das gibt wirklich dann so ein Gefühl von Kohärenz, so von einem roten Faden, das Gefühl. Mhm. Merke, gut, auch wenn ich es nicht begreife,
Es wird irgendwann Sinn machen, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe und verurteile. Irgendwann wird es einen Sinn machen und ich werde vor allem dem einen Sinn geben. Mhm. Resilienz bedeutet auch einen Sinn zu geben. Ja, Sinnfrage. Sind wir da eigentlich wieder, wo wahrscheinlich jeder sich in einer schwierigen Situation stellt. Ja, und oft kommt die Schuldfrage. Oder? Warum ich, wieso ich, was habe ich falsch gemacht, straft mich wer, war, warum. Verständliche Fragen, Fragen, die einmal auch unbedingt den Raum haben, aber letztlich ist die Frage, wo führt es mich an? Oder? Mhm. Wo gehe ich an mit dem? Wo geht es jetzt einfach den nächsten Schritt durch? Mhm. Und im Wissen, dass es eigentlich nachher mich weiterbringt, dass ich eben wachsen kann an dem, was ist. Absolut. In dem Moment ist es einfach wahrscheinlich wirklich schwierig und dann gilt es einfach mal zu sein mit dem, was ist. Mhm. Sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Ja. Es ist wirklich so ein Bogen. Ja, es ist ein Bogen. Mhm. Und Menschen, die da sind, ja, die das aushalten, so, dass es schwierig ist. Dass es schwierig ist und dass man nicht jetzt muss ich alles ändern, sondern Zeugin sein. Resilienz lebt von Zeuginnen, von dem Prozess, dass es jetzt schwierig ist, jetzt gerade, und dass nichts bleibt. Ja. Es ist alles in einer Welle. Jede Welle geht wieder ab, ebnet wieder ab und es kommt wieder eine nächste. Also es ist so sicher, dass das nie so bleibt, wie es jetzt ist. Das ist ein schönes Bild mit der Welle. Ich glaube, das können wir so bei uns im Kopf behalten. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen zu dir. Und zwar, du bist ja mit deinem Mann zusammen in dem Unternehmenmodus sein, wo du jetzt neu oder relativ neu mal gegründet hast oder wo ihr jetzt zu zweit das macht. Was sind deine und oder eure Zukunftspläne? Was bringt die Zukunft für euch? Modus sein hat für uns eine Vision parat. Und zwar so eine Vision, wo wir möchten, wie mitgestalten und mitbegleiten, dass so eine Echtheit möglich ist von dem Leben, das jetzt gerade stattfindet. Und dass man sich da drin kann begegnen kann mit dem, was jetzt gerade ist. Dass man Menschen können unterstützen und begleiten, dass sie mit sich und dem Moment und dem, was jetzt gerade ist, können sie auch mit dem Unangenehmen. Und wie auch zu begleiten, dass es und unterstützen, dass eben keine Welle, ich komme wirklich auf die Welle zurück, dass man lernt, auf diesen Wellen surfen. Mhm. Und dass es das Leben so reich macht. Einfach so richtig echt. Mhm. Ja, eigentlich so wie mitgestalten am Sein. Tun wir alle genug. Ja. Wie so eine Verbindung immer wieder zu sich selber und von da aus zu tun. Und damit, glaube ich, auch das Tun vielleicht bewusster gestaltet werden kann, wie man miteinander umgeht, wie man mit der Natur umgeht, wie man mit der Welt umgeht, weil es bewusster gesteuert ist. Nicht mehr einfach aus einer Reaktion raus, sondern so aus einem Raum, wo man wählt, ähnet der Reaktion. So bewusst entscheidet. Ja. Mhm. Achtsam sein mit dem, was ist. Mhm. Mhm. Schön, danke liebe Regula. Ja, danke dir. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe sehr viel gelernt und daraus herausgezogen. Sehr ein spannendes Interview war mit dir. Und ich wünsche dir und deinem Mann in diesem Unternehmenmodus sein alles Gute, dass das so läuft, wie ihr euch das wünscht und dass ihr viele, viele Leute könnt so begleiten könnt. Danke vielmals. Danke dir, Marienke. Ich würde dir genauso zurückgeben, dass du mich angefragt hast, dass du hier angekommen bist und so dich vorbereitet hast und mir so tief in können einsteigen können, weil du auch daheim bist mit dem, glaube ich, sehr. Und ja, danke, dass du so Podcasts machst, um Menschen können, wie sensibilisieren oder vernetzen, wo vielleicht auch Mut machen, eben mutig durchs Leben gehen. Danke vielmals, eine wunderbare Vision von dir. Danke.